Moin zusammen und willkommen zur Definitive Edition von Outward. Hört diese lustig klingende Musik. Wir sind in Hamatten. Ja. Ich hatte ja erst überlegt gehabt, vorige Folge, komm, wir gucken uns mal auf dem Plateau um. Wäre eigentlich super langweilig, denn irgendwie sind da auch nur die Golems, die wir schon kennen. Und deswegen sind wir jetzt wieder zurück nach Hamatten, um einfach mal mit allen möglichen Bewohnern zu sprechen. Hier vorne die, wie heißt sie? Provostin für Handelsfragen hat uns zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht, dass in Cierzo bzw. Halbinsel, nee, dass für Cierzo Gefahr besteht aufgrund von Piraten/Banditen. Aber den hatten wir uns ja wahrscheinlich schon entledigt, deswegen ist das direkt erledigt gesetzt worden. Ja, dann haben wir noch hier mit dem Koch gesprochen, mit der Köchin gesprochen und ein paar Aufgaben angenommen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal komplett durch Hamatten durch, sprechen mal mit allen möglichen Leuten. Der sieht lustig aus. Hat der was zu erzählen? Leider nicht. Gut, und fangen wir dann doch mal bei dem Jäger an. Kann ich dir helfen? Werkzeuge, Ausrüstung für die Jagd oder ein Kampf gegen die Plage. Kennen wir. Brauchst du vielleicht Hilfe? Kannst du mir helfen? Meine Tochter wünscht sich schon seit einiger Zeit einen Turmalin. Wenn du mir einen bringen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Kein Problem, habe ich in der Kiste. Bringen wir dir gleich. Damit ich es nicht vergesse, hole ich es direkt. Oh, warte. Vielleicht wird der Handwerker auch was zu erzählen. Ups. David Parks, der Handwerker, auch was zu erzählen. Suchst du nach was bestimmt? Die Wetter draußen ist hart. Ausgezeichnete Auswahl an Campingausrüstung. Brauchst du vielleicht Hilfe? Kannst du mir dabei helfen? Ich habe von einem köstlichen Dessert namens Biskuitkuchen gehört. Ich würde es liebend gerne ausprobieren, aber niemand möchte es mit mir teilen. Er möchte gerne einen Biskuitkuchen. Ach so. Und du? Bist die Alchemistin Robin Carnett. Wie kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Ich kann dir ein, zwei Dinge beibringen. Ja, ich könnte dir den Fluch der Heimsuchung beibringen. Benutze einen beschworenen Geist als Leibwache, wenn ich nach draußen muss. Und dieser Fluch macht meinen Gegner noch anfälliger für seine ätherischen Angriffe. Ätherische Angriffe sind zum Beispiel unsere Falle. Das heißt, ein sehr guter Fluch. Nein, danke. Achso, ich habe kein Geld. Mist. Das besorgen wir uns noch. Wie sieht's mit Bradley aus? Hauptsache, du hast das Geld. Immer noch. Die beste Verteidigung ist immer noch eine gute Verteidigung. Was bringt einem ein Schwert, wenn man nicht lange genug lebt, um es zu schwingen. Hilfe? Tu mir den Gefallen. Ich arbeite an etwas Besonderem und möchte es mit Verzauberungen versehen. Falls du da draußen Feuerelementarteilchen findest, wäre ich zu einem Geschäft bereit. Oh. Blasser Weihrauch, Weihtrank und ein Händlergewand. Haben wir vielleicht genug in der Tasche, um Sachen der Ruby zu verkaufen? Machen wir mal. Oh, warte mal, die nicht. Kristallpulver. Machen wir. Noch was? Ich bräuchte noch 6. Verkauf hier einen Heiltrank. Ich habe noch eine ganze Menge. Dann kann ich eben den Fluch lernen. Wie kann ich dir helfen? Lernen. Einverstanden. Abgemacht. Wunderbar. Ja. Heimsuchungsfluch. Hier müssen wir direkt binden auf E. Was ist nochmal Q? Verhängnis. So, den hier. Schnellslot. E. Wunderbar. Gut, dann gucken wir mal, ob die Köchin vielleicht den Biskuitkuchen verkauft. Dann hätten wir das gleich. Was brauchst du? Da ist er ja schon. Kostet 11. So viel Geld habe ich nicht. Ja gut, dann gehen wir mal schnell zu unserem Haus. Das müsste ja hier vorne sein. Genau. Und warum bist du in meinem Garten? Weiß ich nicht, warum er hier in meinem Garten ist. Aber wir haben hier einen schönen Innenhof. Würde ich sagen. Also groß halt, ne? Sehr groß. Mit einem Trainingsdummy. Und irgendeinem Fremden, der unseren Garten bearbeitet. Warum auch immer. Gut. Turmalin. Erstmal ein bisschen Geld nehmen. Ist zwar nicht so viel, aber das sollte reichen für den Kuchen. Turmalin.
Und Elementarteilchen braucht er. Das müssten ja... Warte. Sortiere mal kurz hier ein bisschen. So, jetzt gucken wir mal hier kurz durch. Die können kaputt gemacht werden. Das will ich behalten. Die Pistole brauche ich nicht, die kann ich verkaufen. Der Stahlsäbel ist schlechter als der das Golem-Rapier. Der Stahlsäbel ist aber ein Teil für Rezepte. Lassen wir drin. Was haben wir hier? Aasfresser? Ach ja, meine Rüstungssammlung, ne? Irgendwas doppelt? Nein, ne? Nein. Aber die Stiefel, die könnte ich verkaufen. Die trage ich ja. Das gibt dann auch wieder Geld. Können wir auch eine Laterne verkaufen. So wie die alte Laterne. Diese Besessenheitstränke benutze ich nicht. Ausdauertränke benutze ich nie. Fluchreiniger kann man gebrauchen. Das benutze ich nicht. Stabilitätstrank benutze ich auch nie. Es geht halt darum, wir haben eine Menge Geld ausgegeben. Wir müssen jetzt irgendwie Geld wieder reinholen. Und Sachen, die ich halt nie benutze, die kann man halt auch einfach wegpacken. So, das kann weg. Ich habe richtig viele Wasserschläuche. Aber ich glaube nicht, dass es sinnig ist, die zu verkaufen. Was sind das nochmal für Dinger? Nahkampfwaffe übertragen. Ich beschwöre ja meine Nahkampfwaffe, das heißt, die können alle weg. So. Ich glaube, das ist schon ziemlich gut. Oh, einen Biskuitkuchen habe ich, den brauche ich gar nicht kaufen. Ich glaube, das ist schon ziemlich gut, was wir hier alles eingesammelt haben, was zum Verkaufen ist. Aber ich gucke trotzdem nochmal ein bisschen durch. Denn wir brauchen ja auch noch das Feuerteilchen. Teilchen Licht, Eis, Äther. Und ich glaube nicht Feuer. Wir haben kein Feuer. Nee. Tränen der Plage. Aha. Ja, ich glaube, wir haben hier nichts weiter. Okay, aber dann... Fruchtfliege. Dann können wir ja wieder raus. Und den Leuten ihre Sachen geben. Bis auf einem. So. Dann fangen wir an mit dir. Biskuitkuchen. Suchst du nach was bestimmt? Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Vielen Dank für deine Hilfe. Danke, Keago. Das werde ich nicht vergessen. Hier ein kleines Etwas als Belohnung. Ein Stechblatt und 50 Silber. Meine Herren. Kann ich dir helfen? Hier. Tausend Dank. So, was gibt der mir jetzt für den Turmalin? 75 Silber. Not bad. Kann ich dir helfen? Ich würde gern was kaufen. Und zwar der Wolfsbogen. Nein, nein, nein. Nervenbombe, Kriegsverwirrung zufügt. Die sind ja ziemlich krass eigentlich, ne? Die machen gar nicht wenig Schaden. Was ist denn hier noch? Schreckensbogen? Jetzt würde man sich fragen, warte mal, du willst doch Geld haben, ne? Ja, ich möchte Geld haben, aber ich möchte auch Sachen lernen und würde erstmal frech behaupten, dass die ganzen Sachen, die ich hier verkaufen möchte, sowieso sein Geld sprengen. Oh, na, hat er den Trank nicht. Und jetzt sehe ich, dass ich schon die Hälfte reingepackt habe und es ist doch nicht so, dass es sein Geld sprengt. Egal. Man kann immer noch mehr rausholen, um es zu verkaufen. Hier haben wir jetzt dann erstmal 350. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Dann können wir weiter gucken, welche Sachen man noch so alles verwenden kann. Extrem bitteres wird zum Herstellen von Wachsamkeitstränken verwendet. Okay. Oh, guck mal, hier ist ja noch jemand. Waffenschmieden. Brauchst du etwas? Carillon. Brauchst du vielleicht Hilfe? Hier ist der Plan. Eine Waffe aus Schildgolem-Bruchstücken anzufertigen. Die sind sehr schwer aufzutreiben. Falls du ein paar findest, Schildgolem. Okay. Hast du eigentlich noch was zu verkaufen, was ich möchte? Stromspulen. Bozu-Rucksack. Nehmen wir mal. Und das Magierzelt. Ich will jetzt nicht das ganze Geld direkt verballern. Das packe ich lieber erstmal in Rezepte rein. Wie
kann ich dir helfen? Der Reinheitstrank ist sehr gut. Verringert vorüber die Ablenkzeit von Fähigkeiten, okay. Und hier ist noch so ein Verderbnistrank. So, dann gucken wir mal, ob sie noch was hat, was ich nicht kann. Weihtrank! Ja! Unschuldstrank. Noch was? Die sind aber schon sehr gut. So, du warst der mit den Elementarteilchen Feuer. Du brauchst die Schildgolem-Teile. Dann sind wir hier beim Markt schon durch. Gut, was gibt's denn hier noch? Horak Borok Schmied, da waren wir schon. Gasthaus. Gehen wir zum Koch hoch. Vielleicht hat der Koch noch was zu erzählen. Warte, habe ich mit dir schon geredet? Hauptsache, du hast das Geld. Der hat jetzt nicht schöne Sachen. Nö, also nichts Interessantes. Eure Hüte, ey, die sind sowas von insane. Ach, den hier habe ich auch noch nicht gesprochen. Hier ist der Schmied, hm? Willst du was kaufen? Stelle mir etwas her. Schildgolem-Bruchstück. Okay. Willst du was kaufen? Reparieren? Kaufen. Was hat der denn hier? Ziemlich kranke Waffen. Wenn man sich überlegt, dass man hätte relativ früh mit 200 Silber hier hinkommen können, um sich beispielsweise diese Rüstung zu kaufen, wenn man zumindest ein reiner Gegenstand der Verzauberung empfangen kann. Wenn man zumindest mit schwerer Rüstung spielen wollte. Sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus. Schlagfest, eine Menge Schlagfestigkeit, viele Widerstände und Schutz. Und man kann halt, wenn man möchte, verzaubern, ne? Und wenn man es kann. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal die Sachen durch, die wir hier noch nicht haben und kaufen sie. Wie bei allen anderen auch. Gute Küche. Wenn eine ganze Menge nicht. 205, ich kann gar nicht alles kaufen. Ja, dann lassen wir das eben. Denn Waffen werde ich ja nicht so wirklich herstellen. Mir geht es eher nur darum, die Komplettheit der Handwerksrezepte. So, hier ist das Gasthaus. Da könnte man gleich auch noch reingehen. Aber erstmal. Hier. Boah. Achso, der verkauft nur Sachen. Kochtopf. Aber ich habe doch schon Kochen Kochtopf. Warum kann man... Frische Sahne. Warum kann man... Ich kaufe das jetzt einfach nochmal. Es ist gut für Ausdauer, aber voller Verderbnis. Achso, okay. Es ist super komisches Zeug hier. Okay. Lernen wir mal eben. Schon wieder. Rezept Mehl. Ah. Kochen Kochtopf gibt wohl so ein random Billo-Rezept. Ah. Katsching, es hat Kling im Kopf gemacht. So. Gibt es hier Eva G. Leon? Nein. Das uralte Plateau. Pah, was für eine Beleidigung. Die Leute nennen es doch nur so, weil die Ruinen unserer großen Stadt über die ganze Länge des Orts verstreut sind. Vor weniger als einem Jahrhundert war die gesamte Region als Harmatten bekannt. Nun ist es fast so, als wäre unser einst großes Vermächtnis auf diesen einen Bezirk reduziert worden, den wir eine Stadt nennen. Das ist absolut beschämend. Da ist jemand ein bisschen sauer. Wo drückt denn der Schuh? Lass uns reden. Schon gehört? Die letzte Handelskarawane aus Sirocco wurde von Gesetzlosen überfallen. Ganz in der Nähe von Ulemsee, gleich nördlich von Hamatten. Banditen kamen über die Klippen am See angestürmt und zogen die Karawane blank, bevor sie sich über den Bergpfad wieder davonmachten.
Dabei hatte ich die Lieferung meiner feinen Sachen, feinen Seide schon so herbeigesehen. Verdammt. Aha. Hier kriegt man also die ganzen Nebenquests. Oder Randinformationen, ne? Ah. Wer kennt's nicht? Man geht in ein Gasthaus und darf die Truhe benutzen. Was auch sonst. Gut. Das ist bei Orlan in der Taverne ja nicht anders, ne? Wenn man sich das Zimmer gemietet hat, darf man da auch alle möglichen Sachen klauen. Das ist so. Wer ist Orlan und warum sage ich Orlan aus der Taverne? Das ist eine Referenz zu Gothic 2. Falls es jemand nicht weiß. Gut, also, was haben wir denn alles abgehakt? Das Gasthaus, den Koch, den Schmied. Jetzt sind wir hier wieder bei der Akademie. Gibt es bei der Akademie Leute, mit denen wir sprechen können? Kann man Schach spielen? Auch nicht. Kann ich mit dir sprechen? Ja. Dekan des Ingenieurwesens. Ich beachte mich gar nicht weiter. Ich versuche nur gerade 4 potenzielle Projekte unter einen Hut zu bekommen. Mit so viele unbedingt rekonstruieren. Okay, der möchte nicht, dass wir mit ihm reden. Glockenspieler. Weißt du, ich frage mich, wie die alten Golems kontrolliert wurden, die wir damals im Kampf gegen die Plage eingesetzt haben. In einem echten Krieg braucht man doch eine präzise Steuerung als die Methoden, die wir heutzutage benutzen. Nun, wenn auch nur ein Funken Wahrheit daran steckt, ist die Antwort auf meine Frage vermutlich irgendwo da draußen in all diesen Ruinen begraben. Ich werde warten müssen, bis jemand sie aufdeckt und mich darüber informiert. Mhm. Und du bist nur eine Wache? Nur eine Wache, okay. Warum spreche ich mit allen Leuten gerade? Und warum bin ich nicht draußen? Ich glaube, es ist sinnvoll, dass ich draußen bin, oder? Also, soweit ich das jetzt bisher von allen möglichen NPCs oder Bewohnern der Stadt erfahren habe, wollen die alle irgendwelche Sachen von draußen. Ich meine, ein paar Sachen hatte ich so schon in der Tasche, ne? Wie zum Beispiel... Ups. Wie zum Beispiel der Turmalin oder den Kuchen. Aber das Elementarteilchen Feuer zum Beispiel habe ich nicht. Warte mal, ging es hier rein oder nicht? Nein, hier geht es nicht rein. Drin in der Akademie war ich schon. Da war jetzt nicht wirklich noch was zu erzählen von den meisten. Gut, wir gehen auf jeden Fall erstmal noch alles durch hier in Hamatten, bevor ich irgendwas übersehe, verpasse etc. pp. Gehen wir mal kurz hier runter, da unten steht nämlich jemand. Eine Sekunde eben, gleich wieder da. Hatte geschält. So, Spiel fortsetzen. Gut. Oh, hier ist eine Kiste. Ja, dann plündern wir erstmal die Stadt aus, sprechen mit einem Biber-Ei. Ein Ei der ungewöhnlichen Fieberspezies. Das Eigelb hat magische Eigenschaften. Oh. Interessant. Hatte ich schon alle Rezepte gekauft? Wir sind ja jetzt wieder mal am Markt. Ich guck mal kurz bei der Köchin. Was brauchst du? Ich glaube nicht. Nö, ich hatte noch nicht alle Rezepte gekauft. Perfekt. So. Jetzt gibt es nur noch hier vorne den Bereich, den wir absuchen können, beziehungsweise hier gibt es noch ein Gasthaus. Mit dem können wir interagieren, wollte ich gerade sagen. Die Bürgerkaserne. Hier gibt es bestimmt Leute, mit denen wir sprechen können, oder? Mui. Das Kollektiv der Blauen Kammer glaubt nicht an die Todesstrafe. Die Höchststrafe ist in der Regel die Verbannung. Der Versuch einer Rückkehr würde allerdings mit tödlicher Gewaltmist unterbunden werden. Hier in Hamatten ist das aber anders. Früher war der alte Rat der Adligen der Meinung, dass die Aussicht auf eine Verbannung als Abschreckung nicht ausreichte. Daher ist die Todesstrafe für Schwerverbrechen hier selbst nach der Plage eine Tradition geblieben. Egal wie ineffektiv sie auch sein mag. Aha, und du bist? Jake. Sei gegrüßt, Freund. Der hat fast die gleiche Frisur wie ich. Die Haare genauso. Muss auch mal zum Friseur, hm? So, hey, kennst du zufällig jemanden namens Gap? Die Sache ist die, ich wurde vor Monaten
von einem Panzerschreck überfallen und dachte schon, ich wäre erledigt. Doch dann wachte ich unversehrt neben einem Lagerfeuer auf mit einer Notiz von diesem Gap. Schade. Ich weiß nicht, wer er wirklich ist, aber ich schulde ihm mein Leben und das werde ich nie vergessen. Manchmal fühlt es sich an, als wäre er nur Fiebertraum gewesen. Ich wünschte, ich hätte mehr Beweise, dass dieser Gap real war. Ich habe noch einen Gapstrunk. Konrad! Sei gegrüßt, Freund! Lass uns reden. Ein Forschungsreisender, der hier im Stammgast ist, kam soeben von einer Rundreise am Rande der Region zurück. Er behauptet, einen blauen, beleuchteten, makellosen gesehen zu haben, der sich ein Lager mit irgendeiner Art monströsen Riesen teilt. Hi! Kann mir nicht vorstellen, dass die Ascheriesen gemeinsame Sache mit der Plage machen. Von daher, ehrlich gesagt, glaube ich, dass der gute Mann an dem Abend ein wenig zu tief ins Weinglas geschaut hatte. Jetzt hier was, wo wir hoch können. Oh. So, jetzt sieht man noch was. Naja, wir müssen hier ja nicht uns ein Zimmer mieten. Wir haben ja genug eigene Wohnfläche. So. Mit denen, die am Boden liegen, kann man nicht sprechen. Man könnte halt versuchen, dem Ding hier die Stromspuren zu geben, aber ich glaube, das versuche ich gleich, wenn hier nichts zu tun ist. Also ich habe jetzt gleich auch mit allen gesprochen. Hier ist noch so ein Dude. Dekan des Naturalismus. Dekanin. Es ist immer äußerst ärgerlich, wenn ein aufstrebender Lehrling hergeht und einfach darauf losplappert. Dieser Trank der extremen Ausdauerwiederherstellung hätte sich verkauft wie Glühwein an einem kalten Wintertag. Eine Überdosis führt zu Herzversagen? Na wenn schon, kein Grund es zu verbieten. Doch, ist es. What the fuck? So. Wir sind gleich durch. Dann holen wir uns eine Stromspule. Dann holen wir unsere Stromspulen und das ist ja mal lustig. Sit-Ups, Push-Ups und der macht Stichübungen. Aber dann wird es hier 100 pro einen Lehrer geben. Mavit. Hey, hör mal. Die Menschen haben vergessen, dass wir als eine der ersten Regionen von der Plage betroffen wurden. Und wir haben verhindert, dass der Großteil der Horde im Westen Aurais einfallen konnte. Die Leute neigen dazu, diesen Erfolg allein Elat zuzuschreiben. Und damit haben sie ja nicht ganz Unrecht. Aber wenn wir die verdammten Dinger nicht so lange aufgehalten hätten, wäre von Aurai nicht mehr viel für ihn zum Retten übrig geblieben. Verdammt nochmal. Ich möchte etwas von dir lernen. Kohle her, dann zeige ich dir was. Etwas lernen? Glaubst du wirklich, du hast das Zeug dazu, den prismatischen Fausthagel zu lernen? Dazu müsstest du magische Segen mit deinen Fäusten vollbringen. Eine vollständige Verschmelzung von Körper und Geist erreichen. Dazu sind nur wenige Menschen fähig. Hier ist der Plan. Wenn ich dich unterrichten soll, dann beweise mir, dass du dieser Aufgabe körperlich gewachsen bist. Bring mir ein Stück reines Chitin von einem verbesserten Plagebiest und der Beweis ist erbracht. Okay. Dekan des Militärs. Ich habe derzeit... Ach ja, genau. Wir müssen ja 3 Tage lang Zeit ins Land streichen lassen. Also hier ist ein Brief. Trotz des Wachturms direkt über dem Plagetunnel und der Tatsache, dass der gesamte Tunnel überflutet wurde, gehe ich davon aus, dass sich die Plage über die Nebeltunnel durch die Region bewegt. Wir brauchen eine bessere Lösung, um diese Bestien zu verfolgen. So, und das hier ist Meister der Bewegung. Soll ich dich ausbilden? Lernen. Oh, was hat er hier? Maximale Ausdauer! Das brauchen wir. Ich habe noch Geld. Sehr schön. Und das hier ist die Fähigkeit, Widerstände gegen der Verdammnis und das ist kein Skillpunkt. Ja. Aha.
Also im Endeffekt, das hier ist super gut. Das lernen wir direkt. Und das hier ist auch ziemlich gut, weil das Widerstände gegenüber Verderbnis erhöht. Wunderbar. Was macht das hier? Beliebig ein schwacher Angriff, der die Wachsamkeitsstufe bei einem Treffer erhöht. Stärkere Wachsamkeitsform. Okay. Also die beiden Passivfähigkeiten waren schon echt praktisch. So. Das geht hier ja noch richtig tief rein. Ah ja, hier, ne? Gucken wir mal. Entschuldigung. So. Ich denke, wir sind durch. Das war Hamatten. Oh, jetzt kribbelt mir die Nase. Das war Hamatten. Okay. Dann würde ich sagen, greifen wir mal zu unseren Sturmspulen. Jetzt kribbelt es mich aber überall im Gesicht. Was ist denn jetzt passiert? Ei. Sekunde. Oh. Ich schieb's auf die Haare. Die Haare sind schuld. So. Hoppala. Dann gehen wir mal eben, holen uns die drei Stromspulen aus der Hütte. Oh, es wird jetzt so langsam auch Nacht, ne? 19 Uhr. Dann haben wir noch 2 Tage Zeit, die Umgebung, um die Stadt ein bisschen zu erkunden, bis dann die Dekanen endlich Aufgaben für uns haben. Ja. Machen wir das erstmal so. Alles Mögliche rein. So, und jetzt brauche ich Stromspulen. Wo sind sie? Da. Ich bräuchte vielleicht noch einen Turmip-Eintopf. Wo ist er? Da. Hey, nein, das ist Pilzläuterer. Turmip-Eintopf, dankeschön. Einer reicht. Damit haben wir dann nämlich Mana-Rack. Was haben wir hier noch? Voller Verderbnis. Widerstand. Stärkt außerdem den Widerstand gegen Verderbnis. Okay. Disziplin. Verwenden wir den mal. So. Das reicht, denke ich. Gut. 2 Sachen will ich noch nachschauen eben. Und zwar, wo ist es denn? Mehl. Okay, das ist klar. Aus Weizen wird Mehl. Und wo haben wir es? Brot wird bestimmt Wasser und Mehl sein. Mehl, Wasser und Salz. Ach ja. Okay, ergibt Sinn. So, wo ist die Alchemiestation? Hier, ne? Der Dingenstrank, Beitrank braucht Wasser der heiligen Linie, läuternder Quarz, Träumerwurz. Okay, der gibt dann 3. Läuternder Quarz wird schwieriger zu finden sein. Gut, machen wir uns auf zum Golem. Und gucken wir, was passiert, wenn wir den die Stromspulen geben. Wo war der noch? Hier vorne beim Erhängen. Ja. So. Einmal trinken. Jetzt legen wir schon mal eine Falle. Reparieren. Die Zahnräder des Golems erwachen und surren zum Leben. Einen Moment lang passiert gar nichts. Dann auf einmal springt ein Zeiger auf. Empfange Signal. Der Golem springt auf die Füße und stößt dich zur Seite. Hamatten! Die Strafe für deine Anmaßung ist gekommen. Der Schmiedemeister verlangt Gerechtigkeit. Lange habe ich in den Ketten dahingesichert, die Sorobor mir angeblich. Warte mal, die Sorobor mir angelegt hatte. Meine Opfer waren vergessen. Ihre Verbrechen blieben ungesühnt. Das alles hat nun ein Ende. Die Zahnräder meiner Macht drehen sich wieder. Eure alte Fabrik gehorcht meinem Willen. Liefere mir in den nächsten 100 Tagen all jene aus, die der Akademie von Soroba dienen. Oder schließe deine
einen Frieden mit den fünf Winden. Die Stromspulen des Golems überlädt sich mit einem leuchtenden Knall und er bricht vor deinen Augen zusammen. Im Brustkopf des Golems ist eine leuchtende Rune. Du spürst, wie deine Haut vibriert, als du das Ding berührst. Es fühlt sich an, als wärst du auf etwas eingestimmt worden. Vielleicht öffnen sich dir nun bislang verschlossene Türen. Im Inneren des Golem-Schädels befindet sich ein paar Beschriftungen. Das Signal scheint aus dem Forschungslabor zu kommen. Okay, dann gehen wir mal nächste Folge dem Ganzen nach, oder? Mal schauen. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch mal eben fix ein kleines Fötchen. Ein kleines Foto fürs Thumbnail. So, er hat ein Buch, ich habe ein Buch, er hat ein Licht, ich habe ein Licht. Das passt. Machen wir ein passendes Foto hier. Schön. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gucken dann nächste Folge weiter durch Hamatten und das Plateau. Tschüss.